Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Der Christian und der Sashi, die sind wieder hier. Gute. Und erzählen euch heute was über den heutigen Tag, den 7. Oktober. November. November. Sag ich doch. Ja. Manchmal ist man wie blöd. Ne? Ja. Ja. Heute am 7. November, ich bin ja echt total bescheuert, ne? Heute hat Geburtstag David Guetta. Kennst du? David Guetta kenne ja. Ich. Mir fällt jetzt gerade kein Titel ein, aber ich kenne die Musik von David Guetta. Ich kenne auch keinen Titel von dem. Okay, gut, alles ja. Nur, ist alles aber nur David Guetta? Der hat doch bei der EM 2012 hat er doch irgendwie den EM-Song gehabt. Echt? Ja, da hat er doch okay. Am Anfang hat er doch irgendwie so DJ-mäßig da in dem Stadion gestanden. David Guetta hat doch mal irgendwas beim Super Bowl gemacht, oder? Super Bowl hat. Ach, der hat so viel gemacht. Was. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall sau erfolgreich. Kylie Minogue, Madonna, Rihanna und sowas, mit denen hat er zusammengearbeitet. Ist so ein hässlicher Typ mit so langen Haaren. Mhm. Irgendwie, also sieht echt total aus wie Knorz, der Typ. Ich habe kein Bild von dem vom anderen Auge. Ja, das ist auch gut so. Ja, gut, okay. Also alles Gute, David. David, hast du toll gemacht. Respekt und Anerkennung. Am 7. November. Vor ein paar Jahren, um genau zu sein, 1944 wurde also. Franklin D. Roosevelt zum vierten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Ach, da ging das noch? Da ging das noch. Achso, im vierten konnte man noch... Vierten Mal, genau. Jetzt ist es auf zwei Amtszeiten beschränkt. Ja. Aber war es denn damals so, dass man unbegrenzt, so wie in Deutschland, Präsident werden konnte, wenn man gewählt worden ist? Oder war es auch begrenzt auf 4 oder 5 oder 7? Das weiß ich nicht. Ich habe im Gegensatz zu dir da noch nicht gelebt. Ja, ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Nee, ja, aber heute am 7. November. Ja, bitte weiter. Heute am 7. November ist irgendwie, deswegen war ich eben auch so durcheinander mit Oktober und November. Ja. Heute am 7. November ist Tag der Oktoberrevolution. Richtig, richtig. Die Oktoberrevolution damals noch nach dem julianischen Kalender. Das erklärt, warum. Aha! November. Deswegen, da bist du ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, aber total. Da übernahmen die Bolschewisten unter Lenin die Macht in Petrograd. Petrograd ist heute weiß ich nicht. Leningrad. Nee, Leningrad ist dazwischen gewesen und danach war es wieder St. Petersburg. Kann das sein? Das weiß ich nicht so genau. Falls ihr das besser wisst, hier unten in die Kommentare. Ja. Petrograd, heißt es heute noch Petrograd oder hieß es zwischendurch anders und wenn ja, warum? Das wird ein Riesentext. Da drunne. Ja. Haut rein in die Kommentare. Gucken, was einer dafür hergibt. Ja, genau. Das war der 7. November. Wir sehen uns morgen wieder am 8. November. nicht Oktober, sondern November. Ich freue mich drauf. Bis dahin sage ich Cheerio, Sophie. Gute.